Ja, der nächste Satz ist vielleicht der wichtigste Satz über stetige Funktionen und der hat auch sogar seinen eigenen Namen, nämlich das ist der sogenannte Zwischenwertsatz. Und wie der Name schon sagt, der sagt halt aus, dass wenn eine stetige Funktion auf dem Intervall zwei Werte annimmt, dann muss er alle Werte dazwischen auch annehmen. Also schreiben wir gleich mal an. Ich gucke mir also wieder ein Intervall an, das durch a und b gegeben wird. Natürlich a ist kleiner als b. Und ich gucke mir jetzt also auf diesem Intervall eine stetige Funktion an. F sei definiert auf dem abgeschlossenen Intervall AB nach R und es sei stetig. Ja, okay, und jetzt nehme ich mal an, gut, jetzt gucke ich mal die Endpunkte an, ich gucke mir die Werte an, die an den Endpunkten angenommen werden. Ja, und da kann natürlich, die können gleich sein oder einer ist kleiner als der andere. Und dann nehmen wir einfach mal, um definitiv zu sein, an, dass das f von a das kleinere ist. Also f von a sei kleiner als f von b. Ja? Wenn es andersrum ist, dann kann man die ganze Formulierung natürlich, die Aussage genauso machen. Also ich nehme mal an, f von a, also der Wert, der an der Stelle angenommen wird, sei kleiner als der Wert, der an der rechten Grenze angenommen wird. Und jetzt gucke ich mal einfach, also wenn der kleiner ist als der, dann gibt es da natürlich Werte dazwischen. Und jetzt nehme ich mir so einen Wert dazwischen. Und meine Behauptung ist, dieser Wert dazwischen, der muss auch an irgendeiner Stelle in dem Intervall angenommen werden. Also ich betrachte irgendeinen Wert, den nenne ich mal y0, der irgendwo zwischen diesen beiden Werten hier liegt. Das ist die einzige Voraussetzung, die ich über den mache. Der muss halt irgendwo dazwischen liegen. Also f von a ist kleiner gleich y0, kleiner gleich f von b. Okay, also wenn hier, wenn es gleich ist, dann habe ich keine wirkliche Aussage. Also einzig wirklich interessant ist es nur, wenn ich hier wirklich einen Wert nehme, der strikt größer ist als f von a und strikt kleiner als f von b. Aber die Aussage gilt natürlich auch so mit kleiner gleich. Gut, meine Aussage ist, dann gibt es ein Argument in dem Intervall, das Argument nenne ich halt mal x0, also das liegt in AB, sodass an dieser Stelle x0 die Funktion genau diesen Wert y0 annimmt. Also so das gilt, dass f von x0 ist gleich y0. Ja, gut, das ist der Zwischenwertsatz. Und vielleicht male ich auch einfach nochmal ein Bild hin, um das klar zu machen. Und dann werde ich vielleicht auch kurz was zum Beweis dazu sagen, damit man doch ja auch mal ein paar Beweise sieht und eine gewisse Idee dafür kriegt. Und in dem Fall mit den Hilfsmitteln, die wir haben, ist es eigentlich recht einfach. Gut, aber erstmal ein Bild. Also ich habe hier, sagen wir, ja, ich habe also hier mein Intervall von a bis b, ja, meine Funktion, die nimmt also hier den Wert a an und hier sagen wir den Wert b. Ja, und also ich habe hier f von a und hier f von b, nicht? Und meine Funktion, die ist jetzt halt hier irgendwie stetig da dazwischen. Eventuell kann meine Funktion natürlich auch weiter definiert sein. Ich gucke sie mir halt einfach nur auf dem Intervall AB an und frage mich, was passiert zwischen diesen beiden Punkten. Und jetzt sage ich halt, ja, gut, wenn ich mir jetzt hier irgendeinen Wert dazwischen rausgreife, sagen wir, hier ist mein Punkt Y1, der liegt halt zwischen f von a und f von b, dann behaupte ich, es gibt hier irgendwo eine Stelle, wo dieser angenommen wird. Und hier ist es halt als hier und auch hier, nicht? Also man sieht, und sogar hier, nicht? Also es gibt drei Stellen, nicht? Also ich behaupte, es gibt mindestens eine Stelle, es kann mehr geben. Und vielleicht, ja, in dem Fall habe ich jetzt keinen Wert, der nur einmal angenommen wird. Ist mein Bild etwas ungünstig gemalt, aber malen wir es mal ein bisschen anders. Nicht? Damit malen wir es vielleicht mal so. Sei meine Funktion so. Und dann gibt es natürlich auch Werte, zum Beispiel hier, die halt nur einmal angenommen werden, nämlich hier. Also hier hätte ich nur ein Urbild, während hier hätte ich sozusagen drei Möglichkeiten. Aber meine Behauptung ist, es gibt mindestens eins. Also es kann natürlich mehrere Argumente geben, die diesen Wert annehmen, aber es gibt mindestens eins. Und die Idee ist natürlich, ja, das, also ich meine, das ist vielleicht am
intuitivsten mit dieser Vorstellung, was ist eine stetige Funktion? Eine stetige Funktion ist eine Funktion, die ich einfach so durchgehend malen kann. Und da ist natürlich klar, wenn ich die Funktion von hier nach hier verbinden soll, dass ich dann alle Werte hier dazwischen irgendwie erwische. Ja? Okay, aber das muss natürlich mit unserer mehr axiomatischen Fassung von R und von Funktionen muss das natürlich präzise gemacht werden. Und der Beweis, den will ich vielleicht mal im Wesentlichen angeben. Also da male ich das Bild vielleicht nochmal hin, ohne dass wir die Funktion quasi im Prinzip direkt kennen, wie sie aussieht. Ja, also ich habe hier wieder diese Situation, ich habe hier den Punkt A, ich habe hier den Punkt B. Hier nehme ich einen Wert an, also f von A. Und hier nehme ich einen Wert an, f von b. So, meine Funktion, ich weiß jetzt, die ist stetig hier dazwischen. Ja. Und jetzt gucke ich mir hier einen Wert y0 an. Gut, und ich will halt, behaupte halt, es muss jetzt hier irgendwo dazwischen einen Funktionswert geben, der das hier annimmt. Aber wo kriege ich diesen Wert her? Also ich behaupte, es gibt hier ein x0. Aber wo kriege ich das her? Und das kriegen wir jetzt genau so, wie wir uns damals eigentlich zum Beispiel die Existenz von Wurzel 2 oder sowas in R verschafft haben. Nämlich als das Supremum von gewissen Mengen. Und das können wir hier auch machen. Wir können uns nämlich einfach angucken, die Mengen von den Werten, wo der Funktionswert, sagen wir, kleiner ist als y0. Und die Idee ist dann, dass das Supremum von dieser Menge, dass das uns genau diesen Punkt hier geben sollte. Also ich nehme jetzt einfach als Menge hier auf R, die x her, also die x aus dem Intervall a, b, für die ich mich interessiere, wo halt der Funktionswert x kleiner ist als das y0. So, ne, das ist jetzt eine beschränkte und eine nicht leere Menge. Ja, und da wissen wir, da existiert ein Supremum. Das war genau die Vollständigkeit von R, die das fordert. Nicht? Also wenn ich so eine Menge habe, die beschränkt ist, diese Menge hier, die ist natürlich beschränkt durch b. Ja, der größte Wert, den ich hier betrachte, ist b. Und das a zumindest liegt drin. Also die ist beschränkt und nicht leer. Damit hat es ein Supremum. Und die Idee ist jetzt einfach, dieses Supremum, ne, das sollten jetzt genau die, das sollte genau mir eine Stelle geben, wo ich hier die Gleichheit habe. Ja. Gut. Okay, und das ist jetzt in der Tat der Fall. Also das x0 setze ich jetzt einfach als das Supremum von dieser Menge a. Also ich habe hier quasi meine Menge A, ja, an denen nehme ich halt Werte an, die kleiner als y0 liegen. Ja, und jetzt, wegen der Stetigkeit, sollte es dann halt so sein, dass das Supremum von dieser Menge, dass es dann genau dieses y0 hier treffen muss. Gut, und wie können wir sich das jetzt überlegen? Das können wir uns jetzt überlegen. Wir müssen halt sehen, dass es f von x0 ist gleich y0. Und dazu wollen wir quasi sehen, es ist sowohl kleiner gleich als auch größer gleich. Und dieses x0 hier, weil es das Supremum von dieser Menge ist, kann ich dieses x0 aus meiner Menge a raus von dieser Seite approximieren, sagen wir durch Punkte xn Schlange. Und ich kann es von der Seite aus dem Komplement von a heraus approximieren, sagen wir durch eine Folge xn. Ja. Also, und dann diese Elemente hier, weil die nicht in A liegen, die haben Werte, die größer sind, größer gleich. Damit hat der Grenzwert auch was größer gleich. Diese Werte hier, die haben Funktionswerte, die sind kleiner gleich dem y0. Von daher hat dieser Grenzwert auch was kleiner gleich x0. Und damit müssen sie gleich sein. Und die Tatsache, dass der hier der Grenzwert von dem ist, was hier passiert, und der Grenzwert von dem ist, was hier passiert, das ist natürlich genau die Stetigkeit. Also vielleicht schreibe ich es noch mal ein bisschen präziser hin. Also ich habe einerseits eine Folge von Punkten, die das x0 approximieren. x0, xn konvergiert gegen x0. Sagen wir, das ist einfach die Folge x0 plus 1 durch n. Ne? Die konvergiert gegen x0. Und da das x0 die obere Schranke von dem Ding hier ist, heißt es natürlich, dass all diese Dinger hier auch obere Schranken sind. Das heißt, sie liegen nicht in der Menge drin. Ne? Das heißt also, diese xn, die liegen nicht in A, nicht, und nicht in A drin zu liegen, heißt natürlich, dass f von xn größer gleich y0 ist. Nicht? Weil wenn es in A liegt, muss es ja kleiner sein. Das heißt, wenn es nicht drin liegt, heißt es halt, dass das f von xn größer gleich y0 ist.
Ja, aber das xn konvergiert jetzt gegen das x0 und die Stetigkeit von der Funktion ist ja genauso definiert, dass unter so einer Bedingung, dass dann die Funktionswerte gegen f von x0 konvergieren müssen. Also das hier, f von xn, konvergiert gegen f von x0. Na, also ich habe eine Folge, die konvergiert gegen f von x0, aber jedes Element in der Folge ist größer gleich y0 und dann wissen wir, was aus dem, was wir bei Folgen gemacht haben, dass der Grenzwert dann auch größer gleich y0 ist. Also hieraus folgt dann, dass das f von x0 auch größer gleich y0 sein muss. Nicht? Also diese xn hier, bei diesen xn, da liegt der Funktionswert hier oben drüber. Nicht? Und wenn ich dann gegen irgendwas konvergiere, muss beim Grenzwert der Funktionswert auch oben drüber liegen, größer gleich sein. Gut, aber jetzt habe ich auch das Argument von der anderen Seite, weil dieses x0 das Supremum aus dieser Menge ist, kann ich mir auch von unten eine Folge nehmen, die gegen das x0 konvergiert und in der Menge drin liegt. Also das sind diese xn-Schlange. Ne? Das ist jetzt eine andere Folge, die aber aus der Menge raus das x0 approximiert. Ja, also ich habe zusätzlich zu dem da oben, habe ich jetzt eine andere Folge, die gegen x0 konvergiert und diese Folge, die ist dadurch charakterisiert, dass die Folgenglieder alle in A liegen. Ja. In A zu liegen heißt natürlich, dass der Funktionswert an der Stelle kleiner ist als y0. Ja. So habe ich hier A definiert. Und jetzt ist es halt wieder so, xn Schlange, diese Folge konvergiert gegen x0, f ist stetig, damit konvergiert also f von xn Schlange gegen f von x0. Ja, also nochmal die Stetigkeit der Funktion ausgenutzt. Und jetzt habe ich hier eine Folge, die konvergiert gegen irgendwas und diese Folge ist immer kleiner als y0 und dann überträgt sich das kleiner im Grenzwert natürlich auf kleiner gleich. Nicht? Also kleiner überlebt nicht im Grenzwert, aber es wird zum kleiner gleich. Oder ich kann ja sagen, das hier, das ist ja, ich kann das ja abschwächen zu kleiner gleich und das überlebt dann im Grenzwert. Nicht? Also der Grenzwert von kleiner ist kleiner gleich y0. Und damit habe ich jetzt also ein x0, das erfüllt die Bedingung f von x0 ist größer gleich y0 und f von x0 ist kleiner gleich y0. Ja, das heißt aber, es muss natürlich gleich sein. Also daraus folgt, dass f von x0 ist gleich y0. Na, und damit sieht man also, ja, wie man mit Hilfe von diesen Supremum von Mengen sich abstrakt diesen Punkt verschaffen kann. Ich meine, ich brauche ja ein abstraktes Argument. Ich weiß ja nicht, wie die Funktion aussieht. Ne? Es ist einfach nur eine stetige Funktion. Nicht? Und das Einzige, was ich über stetige Funktionen weiß, sind halt diese Argumente. Wenn was konvergiert, dann konvergiert auch die Folge der Funktionswerte. Ne? Ja, und ich muss halt gucken, dass die Eigenschaft, die ich haben will, durch diese Stetigkeit halt garantiert wird. Ja, also ich hoffe, dass das hier den Beweis einigermaßen klar macht, aber auch unabhängig vom Beweis, was auf jeden Fall klar sein sollte, ist die Aussage vom Zwischenwertsatz. Also die sollte man auf jeden Fall kennen und auch zu würdigen wissen.